Elektromobilität. Ist das für uns spannend? Ich begebe mich heute auf Zeitreise und nähere mich genau diesem Thema an. Eines habe ich auf alle Fälle: wunderschöne Bilder. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt sehr gerne dran. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und ich habe heute, wie man in Bayern sagen würde, ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Ich bin dafür extra nach Hannover gefahren, weil ich mich heute auf Zeitreise begeben werde. Mich interessiert das Thema Elektromobilität. Ist das relevant für uns Wohnmobilisten? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, habe mich bisher auch noch überhaupt nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt, habe da sehr viele Vorbehalte und für mich stand das noch überhaupt nicht zur Debatte. Aber ich habe heute die einzigartige Möglichkeit, ein wunderschönes Auto zu fahren und allein die Aufnahmen sind es schon wert, finde ich, sich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Natürlich habe ich dieses Video auch wieder in mehrere Abschnitte unterteilt und diese Abschnitte seht ihr übrigens auch als Sprungmarken unten in der Videobeschreibung. Im ersten Teil, da gehen wir mal zurück in die Vergangenheit, da gucke ich mir ein ganz besonderes Fahrzeug an, ein Fahrzeug, das sich vor langer Zeit schon mit dem Thema E-Mobilität auseinandergesetzt hat und ich werde es sogar Probe fahren dürfen. Im zweiten Teil, da zeige ich euch dann das Schmankerl, das ich euch schon so angepriesen habe und versprochen habe. Es geht um einen Samba T1 der ganz besonderen Art. Und deswegen möchte ich dann im zweiten Abschnitt auch gleich mal die Spezifikationen beleuchten dieses speziellen Fahrzeuges. Und dann begeben wir uns natürlich auf Testfahrt mit diesem Samba und danach kommen wir zu meinem Fazit. So, der Cappuccino ist leer. Das bedeutet, ich kann mich jetzt aufmachen zu dieser ganz besonderen Garage in Hannover. Das mache ich jetzt auch. Maske auf und euch viel Spaß bei diesem Video. Jetzt sind wir endlich da. Ich bin schon total gespannt und was sich hinter diesem Tor verbirgt, das werdet ihr sofort sehen, denn jetzt holen wir mal das Schmuckstück raus. Bis gleich. Ich bin total geflasht. Also wir haben ja gesagt, wir schauen in die Zukunft, aber wir rollen das Pferd von hinten auf. Leute, ich weiß gar nicht, ob ihr mich hören könnt, weil es klingt ja wie in der Trambahn. Ich fahre das ja erstentwickelste E-Fahrzeug von VW. Das ist ein T2 Elektro. Mitte der 70er wurde das Fahrzeug entwickelt und ich habe die große Ehre, dieses Fahrzeug zu fahren. Und es ist ungelogen, das ist kein Auto, das irgendwie vor 3-4 Jahren irgendwie gebaut wurde mit dem E-Motor drinnen. Das ist wirklich damals als E-Transporter entwickelt und konzipiert worden und ist sogar auch in Berlin im Einsatz gewesen, wie ich erfahren habe. Super spannend, total interessant. Bevor ich jetzt aber lang babbel, zeige ich euch mal ein paar Details zu diesem Fahrzeug. Innen ist dabei gar nicht so viel anders, außer zum Beispiel Themen wie der Schalter für den Rückwärtsgang oder aber auch die Anzeige für den Ladezustand der Batterie. Schaut mal, jetzt mache ich hier, ist ja ein Transporter, ja? Reines Geräusch, schon der Hammer. Jetzt ist hier oben die Lagerfläche und hier unten ist die Batterie. Und das Besondere ist, das ist eine Austauschbatterie, was ich ja wirklich vom Konzept her immer noch am allergenialsten finde. Das bedeutet, ist sie leer, wird sie ausgetauscht, die leere wird gefüllt und die volle kommt hier wieder rein. Hier unten ist die ganze Steuerungselektrik drin, also die ganzen Relais und so weiter. Und hier oben, auch ganz interessant, ist das kleine Ladegerät. Jetzt haben wir eigentlich gesagt, wir gehen in die Zukunft und schauen uns mal die E-Mobilität im Wohnmobilbereich an, aber das musste ich einfach noch mitmachen. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen und ich fand es richtig klasse. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Kommt mal mit. So, jetzt bin ich mit euch mal raus ins Grüne gefahren, um hier bei wunderschöner Kulisse einfach mal das Auto ein bisschen genauer anzuschauen. Und genau darum soll es jetzt gehen. Ich zeige euch mal ein paar Spezifikationen zu diesem alten, neuen E-Mobil. Also jetzt schaut mal hier, allein an den Scheinwerfern, LED-Scheinwerfer, erkennt ihr schon, mit diesem
VW Bulli T1, da ist irgendwas nicht ganz koscher. Wir sind hier nicht nur beim ganz normalen Bulli, wir sind ja sogar beim Samba mit diesem wunderschönen Schiebedach. Also das Auto an sich ist schon ein Traum. Ganz kurz zu den Spezifikationen. Das Auto ist 66er Baujahr, natürlich nicht mit dem Motor, ist mir vollkommen klar. Das Auto wurde aus Amerika wieder zurück nach Deutschland geholt. Und hier haben sich die Ingenieure und die Designer von VW Nutzfahrzeuge zusammengetan mit E-Classics in Stuttgart und haben daraus aus einem alten Auto was ganz Neues geschaffen und kreiert. Und der Motor ist immer noch an derselben Stelle wie früher, aber es ist ein anderer. Und da schauen wir jetzt mal rein. So, und hier hinter dieser Klappe, hier verbirgt sich dann das Zauberwerk. Und klar, ist kein ganz normaler Motor, aber auch hier ist der Motorblock eben hinten drin verbaut, da wo er früher auch war, nur mit ein paar Unterschieden. Heute haben wir hier 83 PS, früher waren es 44 PS. Heute haben wir 212 Newtonmeter, früher hatten wir 102 Newtonmeter. Also allein da sieht man schon, dass einiges passiert. Generell ist aber an dem Auto noch viel, viel mehr passiert. Unterhalb des Fahrzeugs sind die Akkus verbaut und es ist hier auch ein komplett anderes Fahrwerk verbaut. So, jetzt haben sich hier die Entwickler auch noch was Cooles einfallen lassen. Damit man zum Laden nicht immer die gesamte Klappe öffnen muss, kann man hier einfach das Kennzeichen anheben. Und ihr seht hier auch schon, dann gehen die Rückleuchten kurz an, signalisieren mir, okay, es kann hier losgehen. Und hier habe ich einen kombinierten Stecker. Ich kann entweder ganz normal über den Typ 2 laden oder schnell laden über CCS. Schaut euch mal diese Radkappen an, ein Traum. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Mir geht es hier um diesen grauen Kasten. Und zwar verbirgt sich hierunter der Akku-Pack. Das Ganze ist, wie wir es heute Morgen auch schon gesehen haben, ein gesamter Pack, der hier einfach unter das Fahrzeug rangemacht wird. Mit dem Unterschied, dass wir hier 45 kW zur Verfügung haben und das Ganze gerade mal 350 Kilogramm wiegt. Und wenn ihr euch noch daran erinnert, dass heute Morgen, das hatte doppeltes Gewicht, aber dafür nur die halbe Leistung. Also insofern sieht man schon, was da heute alles möglich ist und was man da alles machen kann. Und genau darum geht es mir jetzt auch. Ich möchte euch ja jetzt kein Elektroauto verkaufen. Ich möchte einfach mal erleben und versuchen, wäre Elektromobilität in der Wohnmobilszene interessant oder nicht. Das interessiert mich einfach mal. Ich will mal so ein Auto Probe fahren. Ich bin das ehrlich gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Ich bin da total gespannt. Wie ist das mit der Reichweite? Hat man da Spaß? Wie ist das Fahrgefühl? Und dann natürlich in so einem Kleid macht das natürlich doppelt Spaß. Ich weiß, dass das jetzt hier kein Wohnmobil ist, aber auf 4,28 Meter könnte man durchaus auch schlafen. Das ist nämlich die Länge dieses Fahrzeuges. Und wie gesagt, mir geht es jetzt nur mal darum, da nicht drin zu schlafen, sondern das ganze Fahren zu erleben. Dieses habe ich Panik wegen einer neuen Ladestation und so weiter. Das finde ich jetzt interessant und bevor wir jetzt lange reden, würde ich sagen, wir setzen uns auf den Fahrersitz und fahren eine Runde. Jetzt kommt bestimmt von euch noch die Frage, wie schnell fährt denn dieses Auto? Kann ich euch aber nicht beantworten, weil ich bin jetzt bei 70 km/h und es ist schon verdammt laut hier, wie ihr vielleicht auch merkt. Und es soll ja chillig sein bei so einem Auto, aber man könnte bestimmt schneller. 100, 120 ist kein Problem, aber will ich gar nicht. Insofern, um diese Frage noch zu beantworten, ich bin gar nicht schneller als, ich glaube, einmal maximal 100 gefahren, aber schneller nicht. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Also jetzt sind wir richtig schön gefahren, wir haben schon einiges erlebt und ich habe das Auto wirklich schon richtig toll kennenlernen dürfen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, der Akku wäre leer. Er ist noch nicht leer, aber das ist ja so eine große Befürchtung, die ich immer hatte und das ist so ein Vorurteil gegenüber der E-Mobilität. Da ist der Akku leer und dann ist vorbei. So, und jetzt möchte ich mal gucken, ist hier in der Nähe eine Ladestation und das kann ich ganz bequem über eine App machen. Und da sehe ich nicht nur, wo ist die Ladestation, sondern ich sehe zugleich auch, ist da überhaupt noch eine Ladestation frei und zu welcher Leistung kann ich hier tanken. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und jetzt sehen wir aber auch schon ein kleines Problem.
In der App haben wir gesehen, dass zwei Ladestationen frei sind. Die sind auch frei, aber es hat sich ein Verbrennerfahrzeug dahingestellt. Wir unterstellen jetzt einfach mal, er hat es nicht gesehen oder hat es nicht verstanden. Ist vollkommen egal. Am Ende ist es für mich dasselbe Resultat. Wenn da jetzt zwei solche Herren oder Damen wären, dann wäre das für mich extrem blöd, weil dann könnte ich mein Fahrzeug jetzt nicht laden. So, und jetzt gucken wir mal, wie einfach oder schwer das ist. Also, wir haben ja gesehen, wir klappen hier nach oben. Wir haben jetzt den Typ 2. Den knallen wir hier mal ran. So, jetzt ist ganz wichtig, Handbremse ziehen, weil wenn ich jetzt einstecke, war ein Spaß. So, und dann gehen wir hier zur Ladesäule. Auch noch alles einfach. Und jetzt können wir den Ladevorgang ganz einfach via App starten und dort wird das dann auch gleich alles abgerechnet. Und das war's dann auch schon. In der Zwischenzeit zeige ich euch mal den Innenraum. Also dann kommt mal rein ins gute Stübchen. Voilà. Wenn ihr übrigens mehr zur Technik und zu dem gesamten Umbau dieses Sambas sehen wollt, dann schaut doch einfach mal auf dem Kanal von Philipp Kess vorbei. Er hat diesen ganzen Umbau begleitet und super dokumentiert. Jetzt also zu meinem Fazit zu diesem Fahrzeug und da muss ich echt sagen, ich bin begeistert, was die Elektromobilität heute mit mir gemacht hat, denn ich hatte sehr viele Vorbehalte, aber ich muss sagen, es hat irre Spaß gemacht. Allein die Beschleunigung, das Geräusch ist alles fantastisch und noch dazu in so einem Gewand, da darf man sich echt nicht beschweren. Ich finde, das ist die perfekte Symbiose aus beiden Welten. Einmal diese alte nostalgische Welt, auf der anderen Seite diese neue Technologie, das begeistert mich wirklich sehr. Jetzt aber die Frage, was bedeutet das für uns Wohnmobilisten? Ist sowas zukunftsträchtig? Ich bin auch auf eure Meinung gespannt. Ich selber denke, so wie ich heute unterwegs bin, was ich heute gelernt habe, ist das für mein gewohntes Verhalten wahrscheinlich nicht das richtige Fahrzeug. Warum? Weil ich immer sehr weite Strecken sehr schnell fahren möchte, weil ich eben viel Business Camping mache. Da ist E-Mobilität wahrscheinlich noch nicht wirklich ausgereift oder die Leistung, ich weiß nicht. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn es diesen ID-Bus, der ja in 2 Jahren rauskommen soll, wenn es den vielleicht auch wirklich mal als California geben sollte, ist das sehr, sehr spannend für Leute, die das Fahrzeug als Alltagsfahrzeug benutzen wollen und damit in die Stadt reinfahren müssen, Stichwort Umweltzonen etc., die vielleicht damit zum Einkaufen fahren, die Kinder hin und her fahren und so weiter und am Wochenende einfach nur kleinere Campingtouren machen, wo sie eh nicht weiter als 200 Kilometer fahren. Dafür könnte das eine klasse Alternative sein und das hat auch einen absoluten Reiz, muss ich wirklich zugeben. Also insofern gibt es wie immer auf der Welt 2 Seiten. Es ist kein Schwarz oder Weiß. Es ist einfach die Frage, was willst du später damit machen und wie ist man wirklich unterwegs? Was haltet ihr davon? Hat Elektromobilität in der Wohnmobilbranche was zu suchen? Ja oder nein? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Lasst uns einfach mal diskutieren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Welche Typen seid ihr? Ist das für euch eine alternative Antriebsart? Ja oder nein? Und lasst uns da einfach mal diskutieren. Und dann bin ich sehr gespannt, was da alles so kommt. Und ansonsten kennt ihr das ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst super gerne einen Like da, einen Daumen nach oben. Das würde mich riesig freuen. Wenn ihr sagt, der Markus ist okay, aber der Bulli ist noch besser und ihr wollt sowas öfter sehen, dann drückt gerne auf Abonnieren. Und wenn ihr ganz wild seid, drückt ihr auch noch die Glocke. Dann werdet ihr sofort informiert, sobald ein neues Video von Fan for Van rauskommt. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt noch mal eine Runde. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Und ihr wisst, egal wohin auch immer ihr reist, kommt glücklich und vor allem gesund wieder nach Hause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video bei Fan for Van. Alles Gute, euer Markus. Ciao.